Also es ist ganz wichtig zum Wissen, wenn ich quasi gemobbt werde, dass ich weiß, mit mir selber ist alles in Ordnung. Das Problem hat der andere, hat mich gegenüber. Der versucht mich zum Erniedrigen, der versucht mich zum Demütigen, der mich benutzt, damit er sich selber besser fühlt. Und insofern möchte ich das einfach nochmal betonen, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Und das ist auch ganz wichtig, dass Eltern das ihren Kindern vermitteln, dass es auch in der Schule passiert, dass man nicht aufgrund von irgendwelcher Sache ausgrenzt wird, dass man in so eine Not kommt. Jeder soll angstfrei in die Schule gehen können, er soll sich wohlfühlen können und soll den Schulalltag auch genießen können und sich nicht fürchten müssen. Es gibt auch ganz wichtige Sachen, die man beachten muss, auch als Eltern, dass man nämlich weiß, ich muss das ernst nehmen, was meine Kinder sagen, auch in der Schule. Es muss ernst genommen werden, was die Schüler sagen. Es ist nicht petzen, wenn ich etwas, oder rätschen, wenn ich etwas erzähle, was mir passiert ist, ob das auf dem Schulweg ist oder ob das daheim ist, beziehungsweise im Freundeskreis oder auch in den unterrichtsfreien Zeiten oder auch während dem Unterricht. Ich muss eine Anlaufstelle hier. Die Mobbing-Koordinationsstelle ist für alle da. Das heißt, ich kann überall, also ich kann mir in allen Belangen Beratung holen, ich kann mir die Unterstützung holen, ich kann mir Informationen holen. Ich möchte Ältere dazu animieren, dass sie nicht gleich in die Schule rennen und dort einen Mordsradau machen, sondern das wirklich in Ruhe angehen, dass man die Schritte gut überlegt, was man tun kann. Und dann dementsprechend handelt, ohne eine Armee kaputt zu machen. Ein weiterer Punkt ist, dass Kinder lernen müssen, wie sie sich richtig wehren, weil ganz oft ist in der Testphase, die nämlich von der ersten Stunde bzw. vom ersten Moment bis zu 6 Wochen dauert, findet die Auswahl des Mobbingopfers statt. Also wenn ich dort weiß, wie ich mich richtig wehren kann, dann habe ich schon ganz viel gewonnen. Ich muss also wirklich aufrechte Haltung einnehmen. Ich habe mich gegenüber auf Armeslänge, bin aber trotzdem nicht mit den Händen im Vordergrund, Hände habe ich bei mir, beim Körper. Ich muss wütend bzw. bestimmt reinschauen und einen Zwei-Wort-Satz verwenden, dass ich nämlich sage, hör auf oder hör auf, lass es. Ich muss ganz bestimmt umgekommen und ich muss mit meiner Aussage so klar sein, dass der andere weiß, ich meine das, was ich sage. Die erste Aufgabe der Mobbing-Koordinationsstelle ist zum Rausfiltern, ist es Mobbing oder ist es ein Konflikt? Bei Mobbing brauche ich immer Erwachsene dazu, bei einem Konflikt kann man es oft auch anders regeln. Wenn es Mobbing ist, dann bitte darum, dass man sich die Informationen holt, die man braucht. Die E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird eingeblendet, also bitte einfach sich melden und sich das holen, was man braucht.